Bei Kandli kannst du Spiele programmieren. Du tust sie erst malen, dann tust du sie fotografieren und dann kannst du sie einfügen und es macht Spaß. Bei Kandli kann man eigene Spiele programmieren, wenn man sich erstmal den Typ von den Spielen aussucht. Es gibt zum Beispiel Plattformerspiele oder Rennspiele, also Jump'n'Run. Und es ist ziemlich einfach, etwas zu machen. Man braucht nur die Figur malen und die zum Beispiel, dass man runterfällt, also die Schwerkraft. Und ja, das ist schon alles vorgegeben. Und deswegen ist es ziemlich einfach zu bedienen und dann zu spielen. Kandli. Das Spiel ermöglicht die Gestaltung eigener Spiele. Es ist angelehnt an Anwendungen wie Draw Your Game und erweitert diese noch, weil Kandli auch im Browser am PC genutzt werden kann. Allerdings ist es oft zu komplex für Jüngere und eignet sich daher besser für ältere Kinder und Jugendliche. Der Spieler muss sich erstmal reinarbeiten, da das Interface nicht so intuitiv ist. Dann ist der Spielspaß aber garantiert. Auch eignet sich Kandli perfekt als Schulprogramm.